Der Lexus IS300H, nunmehr aus dem Modelljahr 2017, steht zum wiederholten Mal in meiner Testwagengarage. Ich habe vor, diesen Hybriden auf einer Urlaubsfahrt unter Autobahnbedingungen zu testen, obwohl die spezifischen Vorteile des Hybridantriebs eher innerstädtisch ausgespielt werden können. Lexus gibt die Systemleistung für den IS300H mit 164 kW 223 PS an. Diese Leistung resultiert aus den 181 PS des 2,5 Liter Vierzylinders und der Kraft des Elektromotors mit 143 PS. Einschränkend bleibt richtigzustellen, dass der Elektromotor seine Kraft insbesondere in der ersten Hälfte des Geschwindigkeitsbereiches einsetzt, etwa beim Beschleunigen aus dem Stand bzw. immer im EV-Modus. Der Verbrennungsmotor dagegen entfaltet seine Höchstleistung jedoch erst am Drehzahlende. Das ist auch die Erklärung, warum der IS300H in der Beschleunigung und auch der Höchstgeschwindigkeit gegenüber dem vergleichbaren 2-Liter Turbobenziner deutlich abfällt. Ich habe den IS300H nicht in Schleichfahrt bewegt. Es sollte keine maximale Sparfahrt werden. Mein Ziel war es schon, 1300 Kilometer Etappen in möglichst 13 Stunden zuzüglich Pausen abzurollen. Meine Nachtankmengen lagen hierbei zwischen 6,16 und 7,6 Liter auf 100 Kilometer. Mein Gesamtverbrauchsschnitt lag bei exakt 6,83 Liter und entsprach dem regelmäßig resetteten Verbrauchsanzeiger des Lexus. Obwohl hohe Autobahnanteile den EV-Modus, das heißt die rein elektrische Fortbewegung, nicht fördern, hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel die generellen Tempolimits auf 130 km/h in Frankreich bis auf wenige Ausnahmen nahezu generell im Bereich des Eco-Modus gefahren werden können. Motordrehzahl von unter 2000 Umdrehungen, auch bei Richtgeschwindigkeit, sind mit Vorsicht im Gasfuß und dem ellenlangen stufenlosen Getriebe möglich. Starke Beschleunigungen nach Mautstellen oder nach Autobahnbaustellen ließen sich nicht gänzlich vermeiden. Im Sport- oder sogar Sport-Plus-Modus gelang dies auch oftmals harmonischer und direkter und unter Minimierung des CVT-Gummibandseffekt. Das Verbrauchsresultat hat mich überzeugt. Der doch relativ schwere, über 1700 Kilo wiegende IS300H würde als reiner Benziner mindestens 1 bis 1,5 Liter auf 100 Kilometer mehr verbrauchen. Hinzu kommt, dass die Schleichfahrten im EV-Modus, also ohne Nutzung des Verbrennungsmotors, beim reinen Benziner überhaupt nicht möglich sind.